Es war ein S. Keineswegs lupenrein, vielmehr hing es in der Mitte durch, wie die Matratze in seiner Frühstückspension, und erinnerte Eduard schmerzlich an das vergeigte Konzert im April, als das Cello knapp unter den anderen spielte und ihn beinahe in den Wahnsinn getrieben hatte. Stoisch hatte er die Sinfonie durchdirigieren müssen. Eduard mochte nicht weiter daran denken. Schließlich hatte er Urlaub und war geflohen vor den vielen falschen Tönen in Frankfurt am Main. Doch nun verfolgte ihn dieses ausgeleierte S. Seit er mit Waldi an der Leine den Weg an den Gleisen der Inselbahn entlang eingeschlagen hatte, um dem Sommertrubel im Inseldorf wenigstens kurzzeitig zu entkommen. Die Möwen störten ihn wenig. Sie zogen gemächlichere Kreise im verhangenen Himmel und lachten in herrlichem C-Dur, womöglich über die Kurgäste, die ständig übers Wetter klagten. Einige beschwerten sich gar, um ihren wohlverdienten Sonnenbrand gebracht worden zu sein. Waldi kläffte. Eduard löste die Leine. Trotz ihrer Stummelbeinchen rannte die Dackeldame los, steckte die Schnauze tief in das nassgrüne Gras und schlug beinahe Purzelbäume vor Aufregung. Wahrscheinlich hätte Waldi ein Kaninchen ausgemacht. Wunderbar, wie weit das Auge hier trotz des Regenwetters schauen konnte. Ganz anders als im beengten Inseldorf, wo die roten Backsteinhäuser dicht beieinander standen und schlecht gelaunte Badegäste herumliefen. An der Strandseite war der Blick auf den prächtigen Horizont durch Sandburgen, Strandzelte, Fähnchen verstellt. Nur hier am Rande des Wattenmeers, wohin sich keiner außer ihm vorwagte, störte nichts und niemand diese Weite. In das Meer aus Grün, Gelb und Violett mischte sich immer auch ein wenig Grau, was leicht melancholisch wirkte. Wie passend, dachte Eduard, denn melancholisch war er auch. An einem geteerten Holzschuppen, der den halben Weg bis zum Log markierte, war Waldi schon ziemlich aus der Puste. Friedlich trabte sie an Eduards Seite, das stumpfe Fell nass vom Regen. Ab und zu versperrte ein schmaler Entwässerungsgraben den Weg, dann nahm Eduard den Hund auf den Arm und sprang mit ein wenig Anlauf hinüber. Seine Schuhe waren besprenkelt mit graugrünem Schlamm. Die Reise ans Ende der Republik war ein kleines Abenteuer gewesen, was Eduard durchaus gefallen hatte. Eine Herausforderung, das war es schließlich, wonach er sich sehnte. Frankfurt war öde, dieser perfektionistische Musikapparat war öde. Plötzlich machte Waldi ein merkwürdiges Geräusch. Es klang, als könne sie sich zwischen Kläffen und Jaulen nicht recht entscheiden. Waldi? Vielleicht war sie hinter diesem Verschlag, der Wind schief an der Seitenmauer des Schuppens lehnte. Eduard stieg über zwei Säcke voller Unrat hinweg und blieb wie festgenagelt stehen. Eine Schaufel, großflächig wie eine aufgeschlagene Zeitung, wurde gerade in die Luft gehoben. In der nächsten Sekunde würde sie hinuntersausen und seiner kleinen Waldi den Schädel zertrümmern. »Halt! Was machen Sie da?« Ein junger Mann, hellblond, breitschultrig, wütend, ließ Gott sei Dank die Schaufel sinken. »Leihen Sie verdammt noch mal Ihren Köter an!« »Sie wollen doch nicht ernsthaft zuschlagen!« Eduard bückte sich und machte die Leine an Waldis Halsband fest. Der Hund schleckte ihm über den Handrücken. »Sehen Sie, Waldi ist eine ganz Liebe. Interessiert mich nicht!« Der Mann warf die Schaufel auf eine Gepäckkarre, in der sich Besen und ein paar Eimer befanden. »Hier herrscht Leinenpflicht für jeden Hund!« Der Tonfall machte klar, dass alle Freundlichkeit vergeudet wäre, also bemühte Eduard sich um einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck. »Entschuldigen Sie, das wusste ich nicht, kommt nicht wieder vor.« Der Blonde hielt die schwielige Hand auf. »2 Mark.« »Was? Ganz schön happig.« Eduard holte sein Portemonnaie aus der Innentasche seines Jacketts und legte eine Handvoll Kleingeld auf den Mauervorsprung. Sauber abgezählt ergab das 1,83. »Stimmt so. Da fehlt was. Mathematiklehrer sind Sie ja wohl keiner.« »Wie kommen Sie denn darauf, dass ich Lehrer sein könnte?« Schließlich war er im Urlaub, trug statt des Anzugs eine graue Baumwollhose, ein weißes Hemd ohne Krawatte und ein leichtes beiges Jackett. Preußisch verstockt fühlte er sich jedenfalls nicht. »Sie wollen bestimmt zur Schule am Meer. Freiwillig geht sonst kein Fremder ins Log.« Eduard hatte gar nicht gewusst, dass es im Log eine Schule gab. Doch er wollte diesen Grobian endlich loswerden, also schwindelte Eduard ausnahmsweise ein bisschen. »Mein Name ist Zuckmeier, ich unterrichte Musik.« Das war ja nicht mal richtig gelogen. »Noch schlimmer.
Der Kerl wuchtete noch einen Spaten auf die Karre, schnallte den Griff unter den Sattel seines schwarzen Drahtesels und radelte davon, ohne sich noch einmal umzuschauen. Kaum war er weg, hörte Eduard wieder den Ton, das S. Lauter als zuvor surrte es über seinem Scheitel. Er schaute nach oben, prompt legten sich Regentropfen auf seine Brille. Eduard nahm das Gestell ab, wischte mit dem Taschentuch die Gläser trocken. Und als er danach hindurchblickte, verstand er endlich, woher das hohe S kam. Dort verlief ein Stromkabel. Die dünne Schnur reichte von Mast zu Mast den ganzen Weg bis ins Log und eben dieses Kabel sang. Das machte Eduard neugierig. »Los, Waldi! Weiter!« Was Eduard über dem Wetter fast vergessen hatte, es waren Sommerferien. Entsprechend verlassen standen die Schulgebäude im matschigen Dünental. Backstein und Holz, kein Emaille-Schild wies darauf hin, dass es sich um eine Bildungsanstalt handelte. Doch es gab Indizien, die Eduard sofort verrieten, dass dies kein trauriger Ort sein konnte. Wie das Klavierspiel, das Eduard vernahm. Es drang aus dem offenstehenden Fenster des zweigeschossigen Gebäudes. Kein Chopin, kein Mozart, sondern der gute alte Flohwalzer, der ja genau genommen noch nicht einmal ein Walzer, sondern eine Polka war, noch dazu holperig und fehlerhaft auf die Tasten gezwungen. Jeder seiner Kollegen hätte sich die Ohren zugehalten, sogar Waldi winselte. Doch Eduard blieb stehen. Tadabum, tata, tadabum, tata, tadabum, tabum, tabum, tata. Im Konversatorium würde sich das niemand trauen. Weil garantiert schon nach den ersten Takten ein genervter Lehrer schimpfte, oh, wir sind hier nicht auf dem Jahrmarkt. Ja, warum denn eigentlich nicht, dachte Eduard. Warum durfte die Musik kein Jahrmarkt sein mit Riesen, Radsymphonien, Zuckerwatte, Sonaten und Schießbudentusch? Ein dicker Regentropfen platschte auf Eduards Handrücken und gleich darauf landete einer im Hemdkragen. Schließlich ging es richtig los. Der Flohwalzer verstummte und ein junges Mädchen mit dunkelblondem Pagenschnitt tauchte im Fenster auf, um die Läden zu schließen. Als es die herumtollende Waldi erblickte, legte sich Mitleid auf das hübsche Gesicht. »Der Hund wird ja ganz nass«, rief sie Eduard zu. »Wenn er will, kann er sich bei uns unterstellen. Darf ich dann auch mitkommen?« Das Mädchen nickte. »Einmal ums Haus, aber aufpassen. Der Korf läuft frei herum und der beißt manchmal bei Fremden. Sie dürfen sich einfach nicht anmerken lassen, dass sie Angst haben.« Natürlich schoss besagter Korf, ein großer, roter Mischling mit gefletschten Zähnen und heiseren Bellen, auf Eduard und Waldi zu. Kaum hatten sie das Schulgelände betreten. Es war nicht einfach, mutig zu tun, wenn von hochgezogenen Lefzen der Sauer tropfte. Eduard und Waldi rannten mit schnellen Schritten durch die Pfützen auf die Tür des Schulhauses zu, in der das Mädchen bereits stand. »Puh«, Eduard wischte sich mit einem regennassen Ärmel den Angstschweiß von der Stirn. Das Mädchen reichte ihm beiläufig eine Stoffserviette. »Damit können Sie sich abtrocknen.« Dann wurde Waldi mit Hingabe gestreichelt. Eduard schaute sich um. Er war wohl im Speisesaal der Schule gelandet, in dessen Mitte ein schlichter, recht kleiner Flügel stand. Der Deckel war hochgeklappt und auf dem Notenständer wartete eine Partitur darauf, gespielt zu werden. Das war auf keinen Fall der Flohwalzer. Die Melodiebögen ließen eher auf Brahms schließen. Ein Tisch war freigeräumt. Auf dem stand ein kleiner, untersetzter Mann mit schräg sitzender Baskenmütze, reckte sich in die Höhe und fummelte konzentriert an der Deckenlampe herum. Vermutlich der Hausmeister. Er hatte einen Schraubenzieher zwischen die Zähne geklemmt, was ihn nicht unbedingt gesprächstauglich machte. Dennoch hielt Eduard es für ratsam, sich vorzustellen. »Entschuldigen Sie, dass ich hier so hereinplatze.« Der Mann nahm den Lampenschirm ab und reichte ihn Eduard. »Halten Sie mal«, nuschelte er, dann nahm er das Werkzeug aus dem Mund. »Selbst entworfen von unseren Schülerinnen und Schülern.« Eduard bekam nun auch den Schraubenzieher gereicht. »Drei Abende haben wir diskutiert, welche Lampen es werden sollen, und glauben Sie mir, die Argumente waren weit blumiger als das Endergebnis hier.« Der Hausmeister bemühte sich mit der Aufhängung. Er ächzte, als er den Befestigungshaken in die Deckenverkleidung drehte. »Den Schraubenzieher bitte!« Er streckte die Hand auffordernd aus, als sei er ein Chirurg bei der Arbeit. Eduard, die OP-Schwester, reichte das gewünschte Werkzeug an.
Drei oder vier angestrengte Atemzüge später hing die Lampe. Geh, Maje, wir wollen's mal wagen. Mach mal an. Das Mädchen hüpfte zur Tür und drehte am Knopf. Als das Licht den Raum erhellte, strahlte Maje mit der Lampe um die Wette. Ein Testlauf. Wir haben nämlich erst seit gestern Elektrizität, klärte ihn der Hausmeister auf. Ich habe das neue Stromkabel gesehen, sagte Eduard, und gehört, dachte er. Er ging zum Instrument. Sehr ungewöhnlich, so etwas in einem Schulspeisesaal vorzufinden. Er hatte sich nicht getäuscht. Die Partitur auf dem Notenständer entpuppte sich tatsächlich als ein Stück von Brahms. Der Hausmeister kletterte vom Tisch und schaute Eduard das erste Mal richtig an. Haben Sie Ahnung von Musik? Ja, ein wenig. Eduard ging auf den Mann zu und reichte ihm die Hand. Zuckmeier, Eduard Zuckmeier. Der Hausmeister musterte Eduard nun von oben bis unten am intensivsten die Hände, die er nach der förmlichen Begrüßung schnell wieder losgelassen hatte. Zuckmeier, dann spielen Sie doch mal was vor. Eduard ließ sich nicht zweimal bitten. In Frankfurt musste er spielen und hier durfte er. Schon deshalb verspürte er seit langem das erste Mal wieder große Lust darauf. Der Hausmeister ließ sich schwer auf einen der Stühle fallen und starrte Eduard an. Eigentlich dachte Brahms, es gebe keine Harmonie, die er nicht schon zu Papier gebracht hatte. Doch dann schuf er dieses Werk fast wie ein Schriftsteller, der eine Autobiografie schreibt. Das vierte Stück zum Beispiel. Eduard spielte die ersten Töne langsam, unaufgeregt. Die Akustik war leider miserabel. Vielleicht erinnert Brahms sich hier an die unerfüllte Liebe zu Clara Schumann. Der Hausmeister beugte sich vor. Entweder hatte er Bauchweh oder er war ernsthaft interessiert. Und hören Sie, Eduard war nun am Ende des Mittelteils angekommen und verharrte im Spiel. Man hätte hier prächtige Dur- oder Mollakkorde einbauen können. Jetzt erst glitten seine Finger wieder über die Tasten. Brahms zügelt sich. Er ist übrigens Zeit seines Lebens unverheiratet geblieben. Die letzten Töne verklangen. Eduard lehnte sich auf dem Klavierhocker zurück und schaute den Hausmeister an. Überraschenderweise wischte der sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Habe ich ein...« Eduard suchte die passenden Worte. »Ein für Sie unangenehmes Thema angesprochen, das täte mir leid.« Der Hausmeister schüttelte den Kopf. »Nein, keine Sorge, es ist einfach nur, Ihr Vortrag war wunderbar. Sie sind ja tatsächlich Eduard Zuckmeier.« »Aber ja!« Der kleine Mann stand auf, näherte sich Eduard beinahe ehrfurchtsvoll, dann starrte er wieder auf dessen Hände. »Aber was ist denn mit Ihren Fingern?« Eduard hob die Arme, schaute seine Hände von allen Seiten gründlich an, doch sie waren sauber gepflegt. »Was soll denn mit denen sein?« »Ich hörte, die wären Ihnen im großen Krieg abgefallen.« »Ach, diese unangenehme Geschichte wieder.« Eduard erhob sich und schloss den Deckel über der Tastatur. »Sie kennen also meinen Bruder.« »Karl ist Schriftsteller. Seine Behauptung, mir wären beim gemeinsamen Einsatz in Russland die Finger abgefroren, ist deutlich dramatischer als die Wahrheit. Die Sache geschah in Frankreich und sie bescherte mir eine kaputte Wirbelsäule.« Der Mann lachte. »Ach, ich bin froh darüber. Andernfalls hätte ich nämlich nie Ihrem wunderbaren Spiel und den dazugehörigen Erzählungen lauschen können.« Eduard lächelte höflich. »Und mit wem habe ich das Vergnügen?« »Ach, ich hatte mich gar nicht vorgestellt.« Der Mann deutete eine kleine Verbeugung an. »Luserke, Martin, Lou genannt, Schulleiter. Und übrigens, wir suchen dringend einen engagierten Musiklehrer.«
Frau Lübkes, wunderbar, dass das hier geklappt hat mit Ihrem Besuch auf der Burg Ludwigstein im Archiv der Deutschen Jugendbewegung. Wir hatten eigentlich was ganz anderes geplant, was Größeres, auch schon in Zeiten von Corona, aber selbst das war uns nicht vergönnt. Aber dafür reden wir jetzt einfach mal über Ihr Buch, über Ihr neues Buch, Die Schule am Meer, spielt auf Jüst in der Weimarer Republik, und Sie haben da etwas super Interessantes entdeckt, etwas, was Sie und uns als Archiv der Deutschen Jugendbewegung verbindet. Die Verbindungsfigur ist der Schulgründer und Lehrer Martin Luserke, von dem etliches hier im Archiv überliefert ist, denn er war ja auch vorher schon an einer Reformschule tätig in Wickersdorf, aber auch der Musiklehrer Eduard Zuckmeier und andere sind hier mit Stücken vertreten. Zum Beispiel habe ich hier gerade vor mir liegen ein Fotoalbum, das uns ein ehemaliger Wickersdorfer Schüler, Friedrich Merker, 1931 hat er auf Jüst fotografiert, hierher überlassen hat. Sehr eindrucksvolle Fotografien. Aber jetzt würde mich doch erstmal interessieren, wie sind Sie denn auf das Thema gestoßen? Ja, dazu muss man sagen, dass ich einen Großteil meines Lebens auf Jüst gewohnt habe. Ich bin dort zur Schule gegangen, ich habe nach meiner Ausbildung bin ich zurückgekehrt und war dort Vermieterin und auch als Journalistin tätig. Und ich kannte diese Geschichte der Schule am Meer, also dieses reformpädagogischen Internats, ja, so ein bisschen. Also ich wusste, es gab ein Internat im Log, also in einem kleineren Stadtteil, dort, wo heute die Jugendherberge untergebracht ist. Ich wusste, das waren irgendwie ganz besondere Pädagogen, und irgendwann kamen dann die Nazis und dann haben die zugemacht. Und diese Geschichte hat mir auch lange irgendwie ausgereicht. Aber dann hatte ich im Herbst 2017 eine Lesung im Museum. Dieses Museum war auch ein Gebäude, was früher zur Schule gehörte. Und ich stieß dort auf ein Plakat, auf dem auch so eine Kurzversion dieser Schulgeschichte geschrieben stand. Aber da wurde mir das erste Mal bewusst, das waren eben 8 Schulgründer, die wirklich hochkarätige Pädagogen waren in Wickersdorf zuvor und hatten sich dort überworfen mit Winneken und sind voller Enthusiasmus an diesen Ort am Rand der bewohnbaren Welt, so haben sie es selber ausgedrückt, gereist, um dort eine neue Schule zu gründen. Und dann haben sie all ihr Geld, ihr Wissen, ihr Herzblut in dieses Projekt gesteckt, und dann gab es diese Schule nur 9 Jahre. Und sie wurde ja im Zuge des aufkommenden Nationalsozialismus geschlossen. Und da wurde mir klar, das ist eine Riesengeschichte. Für die Lehrer, für die Schüler, für die Insulaner. Und da war dann mein Instinkt geweckt und ich habe angefangen zu recherchieren. Sie haben ein paar Punkte erwähnt, wo man auf Jüst dieser Geschichte durchaus begegnen konnte. Aber ist mein Eindruck richtig? Da ist schon noch Nachholbedarf, was so das Wissen auf Jüst angeht, was die ganze Geschichte angeht. Oder? Ja, ich sag mal, Luserke, den trifft man tatsächlich öfter. Es gibt ein Luserke-Zimmer und sein Grabstein steht auf dem Dünenfriedhof. Er wird als wichtige Persönlichkeit auf Jüst erwähnt. Aber ich kenne auch viele Leute, die nichts von der Schule wussten. Zum Beispiel eine Freundin, die mit der ich früher auf Jüst viel zu tun hatte, die inzwischen Buchhändlerin ist, die hatte dann, als sie von dem Buchprojekt hörte, gesagt: Sandra, du hast aber eine Fantasie. Ach, denkst dir Internat aus, dass es auf Jüst gibt? Und dann habe ich gesagt, aber die Schule gab es tatsächlich. Und sie, obwohl belesen und alles, wusste da nichts von. Und überhaupt diese ganze Zeit vor und im Nationalsozialismus auf Jüst oder überhaupt auf den Inseln, die, ich möchte nicht sagen, die wird vertuscht, aber sie wird, es wird nur ein Teil erzählt, also wo sind Bomben auf die Inseln niedergerasselt und wo waren Flakgeschütze in den Dünen, aber eben, dass es antisemitistische Werbemaßnahmen schon in den 20er Jahren gab, judenfreie Insel und so, und auch, dass es natürlich Nazis auf der Insel gab, das wurde einfach nicht erzählt. Da gibt es ja auch für andere Inseln noch Nachholbedarf. Oh ja, da könnte man über jede einen genauso dicken Roman schreiben. Ja, Luserke, wichtige Figur, es wird über ihn bis heute gesagt, er sei der wichtigste Wegbereiter des Theaterspiels an Schulen, ja wirklich keine Kleinigkeit. Aber in Ihrem Roman haben Sie sich entschieden, ihn allenfalls im Hintergrund auftreten zu lassen und ihm zwar sozusagen wichtige Punkte zuzuschreiben, aber erzählerisch dann doch eben zur Nebenfigur zu machen. Und Sie entscheiden sich für eine ganz andere Hauptfigur, und das ist die jüdische Lehrerin Annie Reiner.
Andererseits, von Loserke stammt ja nun mal eine der wichtigen Quellen, was den Alltag auf Jüst in der Schule angeht, das Logbuch. War das nicht ein Spannungsfeld, dass Sie diese Quelle hatten und gleichzeitig eine andere Geschichte erzählen wollten? Also die Geschichte der Schule am Meer wurde bislang immer nur aus der Sicht von Martin Loserke erzählt. Also seine subjektive Wahrnehmung der Geschichte ist die, die bei Wikipedia steht oder die auf Jüst erzählt wird oder überhaupt, wenn wir mal sagen, deutschlandweit erzählt wird. Aber wenn man zum Beispiel dieses Logbuch liest, kommt man gar nicht umhin zu merken, wie subjektiv das Ganze ist. Man muss sagen, Loserke war sicherlich ein mutiger und ideenreicher Pädagoge, aber er war eben auch ein absoluter Egomane. Seine Ziele waren wichtig, die wichtigsten. Das merkt man daran, was bei diesen Tagebucheintragungen, wenn es um die Interessensgebiete geht, die ihn betrafen, Segeln und Theaterspielen oder irgendwelche Streiche, die er zusammen mit der Jugend ausgeheckt hat, dann nahm das mehrere Seiten ein, war ausgeschmückt und blumig erzählt. Aber die Abenteuer, die die anderen Kolleginnen und Kollegen erlebt haben, die waren Randnotizen. Und gerade Anni Reiner war schon fast kurios, denn am Anfang in der Gründungszeit tauchte ihr Name immer auf, weil sie Geldgeberin war. Sie stammte eben aus einem sehr wohlhabenden jüdischen industriellen Haushalt und ja, Hypotheken liefen über ihren Namen und es wurde viel gespendet und dann, also ihr Mann, der Paul Reiner war ja der zweite Direktor sozusagen in der Schule, der ist verstorben dann an Krebs. Und dann liest man irgendwann 1933, Anni Reiner hat gekündigt und verlässt mit ihren Kindern die Insel. Zieht an einem nebligen Herbstmorgen durch ein Spalier von Nazis interessanterweise, die dort am Inselbahnhof standen, und ist weg. Und ihre Spur hat sich verloren. Und ganz klar ist das eigentlich die größere Geschichte, das größere Schicksal als das von Martin Loserke. Also auch das bessere Schicksal, was zu einem Roman taugt. Und deswegen taucht bei mir dann eben Loserke nicht in einer eigenen Perspektive auf, sondern in seiner ganzen Ambivalenz wird er nur erzählt über die Leute, die mit ihm zusammenleben. Es gibt einen ganz interessanten Gegenpol zu dem, was sonst über ihn geschrieben wird, nämlich seine Haltung sei eher uninformiert oder unpolitisch, was man sicherlich nachvollziehen kann gegenüber dem Nationalsozialismus. Aber so in der Gewichtung zu dem, was ihm als pädagogische und literarische Verdienste zugeschrieben wird, das interessiert mich ja jetzt doch nochmal genauer. Wie sehen Sie diese Figur heute mit dem Wissen und nach dem Roman? Also ich habe ja versucht, was von ihm zu lesen. Die literarischen Sachen, die gehen ja noch einigermaßen, aber es ist eben auch sehr viel so nordische Mythologie und sowas drin und Gespenstergeschichten. Und das ist auch schon sehr, sehr verschwurbelt. Aber ich habe zum Beispiel auch versucht, mal dahinter zu kommen, was er für pädagogische Ziele eigentlich hat. Und habe versucht, die Elternbriefe zu lesen, die Blätter der Schulgemeinde hieß das, Mitteilungsheft. Oder auch, was er sonst so über Pädagogik geschrieben hat. Ich habe es nicht verstanden. Also es waren Sätze, die zogen sich über eine ganze Seite, sehr viele Kommata und kaum mal ein Punkt. Und ich habe auch selten mal einen Kern gefunden. Also ich könnte jetzt nicht sagen, was seine pädagogische Grundaussage ist. Natürlich war er aber in dem praktischen Ablauf der Schule war er sehr, sehr mutig. Also es gab wirklich Demokratie unter den Schülerinnen und Schülern und kreative Lernansätze. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich nur von ihm ausging oder ob da die anderen nicht genauso einen hohen Anteil daran hatten. Das ist ja auch ein Punkt, dass es, ob es nun sein Verdienst ist oder nicht, auf jeden Fall zu einem interessanten Kollegium gekommen ist, was da auf Jüst unterrichtet hat. Und das kann doch fast schon als Coup bezeichnet werden, dass es gelungen ist, den Eduard Zuckmayer zu gewinnen und dann auch zu halten als Musiklehrer. Entstanden ist ja wohl ein sehr vielseitiges Musikleben, von Matthäus Claudius Abendlied bis zu modernen Komponisten war da alles dabei. Und dann ist das auch noch hausgemacht, aufgeführt worden. Ja, wie würden Sie das Musikleben und die Bedeutung der Musik für diese Jüster Schule charakterisieren? Also Eduard Zuckmayer ist von Anfang bis Ende meine Lieblingsfigur in diesem Buch, weil er ein sehr bescheidener, humorvoller, warmherziger Mensch sich mir als solcher erzählt hat, in dem, was ich über ihn gefunden habe. Er ist ja der Bruder von Karl Zuckmayer, also der große Bruder, der vernünftige von den beiden. Und
Ja, er hätte ja eigentlich Konzertpianist werden können oder Dirigent. Er hatte alle Türen standen offen. Er war ein musikalisches Genie. Und dann hat er eben, als er auf Hüster sich entschieden, nein, er möchte Schülerinnen und Schüler an die Musik heranführen, an das Ursprüngliche, an die Freude in der Musik. Und hat sich total zurückgenommen, was ihm von seinem jüngeren Bruder sogar angekreidet wurde. Und ich möchte mal behaupten, er war kein Pädagoge, aber er war der beste Lehrer von allen dort an der Schule, weil er eben sich auf seine Schülerinnen und Schüler eingelassen hat.